Hallo zusammen, heute drehe ich mein erstes YouTube-Video. Heute mache ich euch Fisch-Tagine. Das ist der Tagine, den habe ich aus Marokko. Ihr müsst aber darauf achten, dass er geeignet ist für einen elektrischen Herd, nicht dass er euch zerplatzt. Aber sowas findet ihr meistens auch bei Amazon, gibt es eigentlich ganz viel Auswahl. Zu den Zutaten. Ich habe hier eine gehackte Zwiebel mit zwei Knoblauchzehen. Dazu habe ich noch Olivenöl. Die Gewürze sind einmal Kurkum, ein Teelöffel Kurkuma, ein Teelöffel Ingwer, ein Teelöffel Kumin, Salz, ich mache mal einen Teelöffel, aber ihr müsst halt mal schauen, wie es nach eurem Geschmack ist. Getrockneten Korianderpulver, ein Teelöffel Tomatenmark, Paprikamark, Pfeffer und Paprikapulver. Ja, ein Bund Petersilien gehackt, Möhren, eine Möhre war das, genau, und die müsst ihr ganz dünn schneiden, damit sie auch kocht gleichzeitig mit dem Fisch. Eine Tomate in Scheiben, das sind hier zwei große Kartoffeln, auch sehr dünn geschnitten. So, das ist besser. Ja, eine halbe Paprika, eine halbe Zitrone in Scheiben geschnitten. Und ich benutze gerne Kabeljaufilet. Ihr könnt aber natürlich allen Fisch nehmen, den ihr möchtet. Besser ist halt Kabeljau, weil ich finde, der bleibt halt fest. Okay, weiter geht's. Hier fängt es schon an. Ich mache noch Olivenöl mit rein. Jetzt brate ich die Zwiebeln ein bisschen an. Und dann zeige ich euch gleich den nächsten Schritt. Die Zwiebeln sind jetzt schon angebraten. Ich packe jetzt noch, jetzt sieht ihr natürlich nichts mehr. Dampf, Paprikamark und Tomatenmark dazu. Vermischt das alles gut miteinander. So, und bevor uns jetzt die Zwiebeln verbrennen, kommen noch die Möhren. So. Und, aber erstmal schichte ich die einmal schön. So. Jetzt müsst ihr die Hitze unterschalten. Ich mache das jetzt auf, ja, auf 3. Mein Herd geht bis 9. So. Jetzt kommen noch die Kartoffeln. Mache ich einmal mit der Hand, damit es auch schön aussieht. So, Kartoffeln sind jetzt auch fertig und jetzt kommt der Fisch drauf. Jetzt habe ich den Fisch auch. Jetzt mache ich noch ein bisschen Wasser, damit die Zwiebeln nicht anbraten, verbrennen. Und jetzt kommen die Gewürze. So. Bevor ich es vergesse, ich habe noch ca. 3 Esslöffel Wasser dazu getan. Nicht zu viel Wasser, weil sonst habt ihr dann nicht mehr so eine leckere Soße. Ihr könnt, wenn ihr seht, dass es verdunstet ist, immer noch ein bisschen Wasser dazu machen, aber am Anfang sollte man weniger machen, weil der Fisch lässt auch noch, wie nennt man das denn, Sud raus? Da sind wir wieder. Den Tagine habe ich jetzt 20 Minuten schmoren lassen. Ihr seht, wie viel Soße entstanden ist. Also ich habe auch kein Wasser mehr dazu getan, also die 3 Esslöffel haben völlig gereicht an Wasser. Nochmal, und ist auch alles durch. Ups. Das mit dem Dampf ist natürlich immer doof. Das war's dann auch schon. Fertig ist das Gericht. Ich schalte es aus und ziehe es einmal vom Herd weg. So. Ich
wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das mit dem Dampf ist natürlich doof, das seht ihr nicht. So, ich habe es jetzt nochmal von der Herdplatte genommen. So, das Gericht ist jetzt fertig und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.